Ich begrüße Sie zu dem Webinar From Image Fusion to Publication Part 1, Spot Detection, Normalization and Statistics Basics. Zunächst ein kurzer Überblick über die Inhalte. Wir bewegen uns heute im Schritt 3 des von uns empfohlenen Workflows, wie er auch in Delta 2D angeboten wird, der in unserem Getting Started Guide ja auch beschrieben wird. Detect and Quantify Spots. Mit einer Ausnahme, wir werden bereits auf ein vorliegendes Fusionsbild zurückgreifen, das bereits erzeugt wurde. Dazu gehört dann Spot-Detektion, dabei Bildansichten und Detektionsparameter und dann Spot-Editing, die Bedeutung des Spot-Umrisses, wie man Spots cancelt, trennt, ergänzt oder auch zusammenführt. Dann der Spot-Transfer. Wozu ist der gut und wie macht man den? Obendrein werden wir uns dann um die Quantitation Table kümmern, die nach dem Spot-Transfer sofort zur Verfügung steht. Dass es da zwei Typen gibt, was man mit den Spalten und den Zeilen so anstellen kann, wie die Sichtbarkeit gesteuert wird und wie Sie auch noch individuelle eigene Tabellen erhalten können. Anschließend behandeln wir den Aspekt der Normalisierung. Der ist sehr wichtig, um belastbare Daten zu bekommen, die bei der Auswertung auch tatsächlich verlässlich sind. Und dann noch Standardisierung, das ist ein weiterer Schritt nach der Normalisierung der Datenprozessierung, um der statistischen Auswertung, der fortgeschrittenen statistischen Auswertung auch vernünftiges Rohmaterial zu bieten. Wir starten mit dem Fusionsbild. Fusionsbilder als Basis für Spotdetektionen sollten mit Union Fusion, also der Vereinigungsmenge aller Bilder, hergestellt werden. Dieses Fusionsbild beinhaltet dann alle Spots Ihres Experiments, egal auf welchem Bild dieser Spot auftritt. Spots erscheinen dort mit der stärksten Ausprägung im Experiment und das hat dann zur Folge, dass die Standardbilder, die ja eine Durchschnittsbildung Ihrer Proben sind, beim Deitch-Ansatz, dass Sie die bei der Fusion exkludieren können und auch sollten. Wir empfehlen das sehr, denn die tragen nichts dazu bei zum Fusionsbild, da alle Spots, die in einem Standardbild drin sind, durch diese Ausverdünnung als Standard, als Durchschnittsbildung eben auf irgendeinem Probenbild ja stärker vorhanden sein müssen. Dieses Fusionsbild kann auch als Proteomkarte dienen, als Referenz für Ihr ganzes Experiment. Das machen wir uns zunutze und detektieren die Spots eben nur auf diesem Fusionsbild. Optimieren das Spotmuster dort auch und müssen das deswegen nur einmal tun, egal wie groß das Experiment ist. Das Fusionsbild kann darüber hinaus auch noch als Basis für die Visualisierung dienen, aber das ist Thema eines anderen Webinars. Die Spotdetektion. Wir haben das Gel Imaging in Delta 2D. Visualisierung wird ja groß geschrieben und die Anzeige der Bilder. Und dort gibt es verschiedene Parameter. Da können Sie also an den Histogramm-Settings arbeiten. Sie können den Kontrast verstärken. Seit Version 4.3 wird die Kontrasteinstellung der Bilder, die in Delta 2D neu hereingeladen werden, auch gleich automatisch eingestellt, sodass Sie das nicht mehr von Hand tun müssen. Und als weitere Variante, über Bilder hinweg sich einen Überblick zu verschaffen, gilt dann die Gel Image Regions View, die wir dann brauchen werden, um uns zu vergewissern, was ein Spot ist, ob ein Spot gesplittet werden sollte oder nicht. Die Spot-Detektion-Parameter, die wir brauchen werden, sind vom Standard her sehr sensitiv eingestellt. Delta 2D ermittelt diese Parameter aus den jeweiligen Bildern, also aus dem Fusionsbild werden die passend ermittelt. Sehr sensitiv, weil wir denken, es ist einfacher, störende Spots, die zu dicht am Hintergrund sind oder einfach Rauschsignal enthalten, wegzulöschen, als Spots, die wir gerne dazu hätten, einzeln dann zu ergänzen manuell. Sie können diese Parameter von Hand verändern und können auch verschiedene Versionen dieser Spotdetektion nacheinander anwenden, um dann die Version zu nehmen oder dann wieder herzustellen, mit der Sie arbeiten möchten. Es gibt vier Parameter. Einer ist verantwortlich für den Hintergrund, den Abzug des Hintergrunds, nennt sich Local Background Region. Dann gibt es einen, der die Sensitivität gegenüber Rauschen kontrolliert, das nennt sich Average Spot Size.
dann einer, der die Spot-Intensität würdigt, Sensitivity in Percent. Und dann kann man noch eine Option anhaken, was wir auch empfehlen. Ich denke, das ist auch standardmäßig der Fall, dass das Kästchen aktiviert ist. Wenn Sie glatte Spot-Umrisse haben möchten, dann nutzen Sie die Option Create Model Spots. Wir schauen uns das in Delta 2D an. Zunächst einmal hier das Experiment. Das ist das Beispiel Multiplex-Experiment, das mit Delta 2D mitkommt. Wir haben hier drei Gruppen, zwei Proben mit jeweils drei Replikaten, Sample A und Sample B. Und dann noch die Gruppe der internen Standardbilder, natürlich auch drei Bilder. Wir haben insgesamt drei Gele vorliegen. Und als weitere Gruppe hat Delta 2D als vierte Gruppe Diffused Images angelegt und dort drin liegt dann auch das Fusionsbild, das auf Basis des Warpings angelegt wurde. Das Warping-Setup sieht so aus. Wir haben hier ein Triplikat von Bildern, die zu einem Gel gehören. Hier drüben eins von einem weiteren Gel und hier dann unten das dritte. Innerhalb der Gele ist Identität eingestellt. Es gibt also keine Laufunterschiede zwischen den Bildern desselben Gels. Das muss ja nicht immer so sein. Davon können Sie auch abweichen, wenn es dort leichte Shifts gibt. Aber zwischen den Zeitu-Bildern besteht jeweils eine Warp-Beziehung. Die wurde ermittelt. Das sollte ja sehr gut funktionieren für Zeitu-Bilder, da sie dieselben Inhalte tragen, dieselben Probenmischungen tragen. Und dann haben wir hier drüben noch, in dem Fall jetzt an das GL2, Site-3-Kanal, das Fusionsbild angehängt. Das als Überblick, das Fusionsbild liegt also vor. Ich kann jetzt hier doppelt draufklicken und wir bekommen das Fusionsbild hier angezeigt. Ich werde jetzt nochmal, das habe ich in der Vorbereitung vergessen zu tun, die Spots hier runterlöschen. Wir haben das Fusionsbild hier so vorliegen, dass der Kontrast schon eingestellt wurde. Ich kann hier an diesem Slider ganz entspannen, die Kontrasteinstellungen völlig zurückführen. Dann sieht das Bild aus wie ganz normales Gel, wie es so von ihrem Imaging-Gerät kommt. So kommen Gele typischerweise an und Sie werden da oft sehen, dass Sie da schwache Spots nicht gut drauf erkennen können, deswegen die Kontrasteinstellung. Und wenn Sie hier auf Auto drücken, können Sie auch, falls Bilder nicht automatisch kontrastiert wurden von Delta 2D, wenn es in alten Projekten zum Beispiel um Bilder geht, dann können Sie auf Auto drücken und bekommen für diese beiden Bilder hier in der Dual View den Kontrast automatisch eingestellt. So. Damit können wir jetzt die Spot-Detektion durchführen. Ich rufe den Dialog auf. Spots im Menü in dieser Dual View, dann Detect Spots on Fused Image und hier bekommen wir die Spot-Detektionsparameter angeboten. Wie erwähnt, Local Background Region, Average Spot Size Sensitivity. Diese Parameter wurden jetzt aus dem Bild abgeleitet. Sie können die verändern, wenn Sie mit dem Ergebnis nicht zufrieden sind. Und ich kann hier mit dem Zauberstab quasi Delta 2D nochmal dieses Raten durchführen lassen, wenn ich von Hand hier etwas geändert hatte. Aufmerksame Zuschauer werden gesehen haben, hier stand eben noch eine 40, das war aus der letzten Sitzung. Da hatte ich einfach die Sensitivität auf 40 erhöht, die wurde hier jetzt wieder angewendet. Und mit dem Zauberstab wird aber wieder die automatische Voreinstellung gewählt. 20 schlägt Delta 2D selber vor. Ich führe diese Detektion so einfach durch. Das geht ziemlich zügig. Und wir bekommen dann das Spotmuster für dieses Fusionsbild. Da sehen wir dann sofort, dass natürlich am Rande die Spots, da wo die Lauffronten sind, am Rande und natürlich unten, diese Spotketten vorliegen, die wir nicht behalten wollen. Um diese Spotketten kann ich dann, und damit tauchen wir dann schon in Spot Editing ab, selektieren und dann weglöschen. Selektieren kann ich die Spots einzeln, indem ich sie anklicke und dann durch Betätigen der Steuerung-Taste weitere Spots anklicke. Ich kann aber auch einfach ein Rechteck drumherum ziehen und alle Spots, die dann vollständig im Rechteck drin sind, werden selektiert. Ich kann dann wiederum auf einen selektierten Spot mit gehaltener Steuerung-Taste klicken, um den wieder zu deselektieren und nicht irrtümlich mitzulöschen. Löschen kann ich die jetzt, beziehungsweise wir sprechen hier von Canceln, indem ich mit der rechten Maustaste auf einen selektierten Spot draufklicke und dann Cancel Spots auswähle. Damit sind Spot-Umrisse alle weg.
Dasselbe kann ich hier für diese Run-Spots tun. Und anstatt Cancel zu drücken im Kontextmenü, kann ich auch einfach die Delete-Taste oder Entfernen-Taste in meiner Tastatur betätigen und diese Spots weglöschen. Das kann ich dann auch noch für diesen Spot hier mal tun. So. Dann haben wir aber innerhalb des Bildes auch noch etliche Spots, mit denen wir so nicht ganz zufrieden sind. Lassen Sie mich zuvor nochmal zeigen, dass die Spots, die wir canceln, gar nicht ganz weg sein müssen. Ich kann sie wieder sichtbar machen und auch wieder herstellen, indem ich auf Spots gehe und dann Show Canceled Spots aktiviere. Da sehen Sie dann, dass diese Spots alle mit gepunkteten Umrissen wieder erscheinen und dann kann ich tatsächlich auch ein oder mehrere wieder selektieren, rechts anklicken und dann dieses Cancel Spot, diese Markierung entfernen, sodass dieser Spot dann hier auch wieder einen durchgezogenen Umriss bekommt. Das heißt, er ist nicht mehr gecancelt, sondern steht wieder für die Quantifizierung zur Verfügung. Ich verstecke die gecancelten Spots wieder. Und dann wenden wir uns dem Bild zu und fragen uns, ob die Spot-Detektion denn so in Ordnung ist. Da fällt direkt auf, dass hier oben zum Beispiel dieser Schweif nicht detektiert wurde, dass hier schwache Spots nicht detektiert wurden, dass hier ein Spot nicht abgetrennt wurde, offenbar hier von diesem Spot, dass hier ein Spot neben dem großen Spot liegt, der nicht separat detektiert wurde. Und so ein paar Phänomene sehen wir hier, wo wir sagen würden, da möchten wir gerne etwas dran ändern. Das können wir jetzt manuell tun. Ich wollte gerne vorher noch eine andere Variante mit variierten Spot-Detektionsparametern durchführen, indem ich zum Beispiel das hier wieder auf 40 setze, um einfach zu sehen, was kommt raus, wenn ich die Sensitivität erhöhe. Dann sollten wir jetzt auf jeden Fall mehr Spots erhalten als zuvor. Das ist auch der Fall. Hier oben, der Schweif wurde nicht detektiert. Wir sehen sehr viel mehr schwächere Spots und an der einen oder anderen Stelle sollten dann diese Detektionsprobleme dann auch nicht mehr vorliegen. Vielleicht noch ein Wort zur Weite des Umrisses. Das ist mehr ein ästhetischer Aspekt. Manche Nutzer stört es, dass die Spot-Umrisse sich so weit entfernen von dem offensichtlich sichtbaren Spot. Zunächst mal, das ist sehr subjektiv, diese Einschätzung, denn je nachdem, wie weit ich den Kontrast erhöhe, sind diese Spots eben dann doch wieder sehr eng. Das heißt, das ist eher eine Geschmacksfrage. Aber Sie können, wenn Sie dann eine Histogrammeinstellung haben, die Sie bevorzugen und dazu passend Ihre Spot-Umrisse gerne sehen möchten, dann können Sie natürlich in den Options bei den Spots hier ein Model Spot Shape Extent einstellen. Der liegt jetzt bei 90%. Wenn Sie diesen Wert zurückführen, wird bei der nächsten Spot-Detektion, diese Entscheidung sollten Sie also sehr früh treffen, nämlich direkt vor der Spot-Detektion, dann werden diese Spots bei 70% eben entsprechend enger gefasst, und zwar grundsätzlich enger um die Spots herumliegen. Die Spot-Umrisse definieren die Fläche, innerhalb der quantifiziert wird, sodass sie damit dann auch Quantität verlieren. Das ist aber, wenn Sie es systematisch überall machen und Delta 2D wendet diese Regel ja überall gleichmäßig an, dann wieder ohne Belang. Jetzt haben wir hier eine neue Spot-Detektion. Ich werde einfach mal wieder die Randspots hier entfernen. Den auch noch. Hier oben noch ein paar. Und am unteren Rand ebenfalls. Denn die würden dann nach dem Transfer auch nur stören. Und dann ist die Frage, was machen wir zunächst mal mit schwachen Spots? Dazu rufe ich einfach mal die Tabelle für dieses Bild auf. Dazu gehe ich in den Project Explorer, selektiere das Bild und öffne eine Tabelle nur für dieses Bild. Sortiere diese Tabelle nach der Spot Quality. Die Spot Quality gibt an, wie dicht ist denn wohl dieser Spot? Wie dicht ist dieser Spot an einer idealen Spotform? Da können wir uns dann gleich mal Spots mit ganz verschiedenen Spot-Qualitäten anschauen. Da können wir dazu auch noch ein weiteres Fenster, nämlich die Gel Image Regions View, anschalten, in der wir alle oder diesen Spot über alle Bilder hinweg sehen können. Ich schaue einfach mal hier in der Quantitation Table mit aufsteigender Spot-Qualität nach,
wie sieht denn der Spot auf den Bildern aus? Und da können wir dann sehen, ab wann, ab welchem Wert da wahrscheinlich, Sie sehen den unten in der Gel Image Regions auf dem Fusionsbild aufleuchten und sehen dann eben an der entsprechenden Stelle auf den anderen Bildern, dass dort im Grunde auch bei erhöhtem Kontrast kein Signal vorliegt. Dann können wir da also hüpfen bis zu mal mit größeren Sprüngen, das müssten Sie dann entsprechend vorsichtig tun, zu einem Spot, wo Sie sagen, das ist jetzt aber tatsächlich ein Spot und kein Artefakt mehr, kein Hintergrund oder kein Rauschen. Und ich möchte das gerne verkürzen, das ist etwas, wo Sie ja in Ruhe an Ihren Bildern arbeiten können. Nehmen wir mal an, das hier wäre dieser Grenzwert, alles was darüber ist, möchten Sie als Spots behalten und alles, was darunter ist, da ist die Spotqualität einfach zu gering, um die Spots zu behalten. Irgendwo muss diese Grenze, diese Entscheidung getroffen werden. Ich gehe zurück, habe auf diesen Spot geklickt und drücke jetzt die Shift-Taste, die Hochstelltaste und klicke auf den ersten Spot, um diesen ganzen Bereich zu selektieren und kann dann entweder hier direkt in der Tabelle Cancel Selected Spots wählen oder aber auch in der Dual View diese Spots löschen, indem ich hier das Kontextmenü aufrufe oder über Spots, sorry, da geht es gerade nicht, sondern über das Kontextmenü hier Cancel Spots sage. Damit wird dieses Bild natürlich deutlich leerer, das ist ja auch beabsichtigt und wir behalten hoffentlich die Spots, wo wir sagen, da ist auch wirklich sinnvolles Signal drin. Ich schließe diese Tabelle erstmal wieder. Wir kommen dann zum nächsten Aspekt nach Cancel von Spots, nämlich Spots zu splitten. Wir sehen immer wieder Spots, die dicht beisammen liegen. Und für eine Software ist es dann natürlich ein bisschen schwierig und zuweilen auch heikel, da Entscheidungen zu treffen. Ich werde mal einfach in einen Bereich reinzoomen, so wie hier zum Beispiel. Das sieht aus wie ein Spot-Aggregat, eine Konglomeration von Spots, die ineinander gelaufen sind. Wir können uns da auch noch ein bisschen mehr Klarheit verschaffen, indem wir eine 3D-View anschalten. Die sehen Sie dann hier. Die Draufsicht sieht so aus. Ich werde diesen Spot mal direkt anwählen. Die Draufsicht sieht hier so aus. Und dann können wir da einfach mal die 3D-View uns hier anschauen und überlegen, ist das ein Spot? Sind das zwei? Sind das vielleicht sogar noch mehr? Und da wird es dann aber auch irgendwann schwierig, überhaupt das zu beurteilen. Ich sehe hier an dieser starken Schulter auf der rechten Seite, auf der linken Seite und an einer schmalen auf der rechten, dass das wohl schon ein, ja, mindestens drei Spots sein dürfen. Die möchte ich jetzt auch gerne trennen. Dazu wähle ich hier das Spot Editing Tool aus, mit dessen Hilfe ich jetzt einfach dort klicke, wo ich ein anderes Spot-Zentrum vermute. Auf beiden Seiten mache ich das und da bleibt eben ein Signal da. Wir haben es dann natürlich mit dem Phänomen zu tun, dass die Spots ineinander laufen und die Quantitäten jetzt im Grunde auseinandergerechnet werden müssten. In dem Fall hier wird einfach dieser Berg auseinandergeschnitten und aufgeteilt auf diese drei Spots. Das ist natürlich ein Kompromiss. Da beruhigt uns die Tatsache, dass dieser Spot auf allen Bildern relativ ähnlich intensiv ist und dieser Effekt des Auseinanderschneidens dann auch überall eine Rolle spielt und gleichmäßig eine Rolle spielt. Wir zoomen wieder heraus, um einfach mal eine andere Gegend zu suchen, wo vielleicht auch noch ein Problem vorliegt. Das wäre zum Beispiel hier der Fall. Und wir empfehlen, dieses Spot Editing systematisch durchzuführen. Dafür kann ich ein weiteres Rollup anbieten, nämlich das Navigation Rollup. Sie nehmen sich einen Ausschnitt und schieben diesen sichtbaren Ausschnitt einfach durch das ganze Bild, durch die ganze Ansicht durch und schauen sich alle Spots in Ruhe an. Machen Sie das in Ruhe, denn Sie müssen es nur einmal machen, nämlich auf diesem Fusionsbild. Egal wie groß das Projekt ist, ein einziges Mal müssen Sie diese Spot-Optimierung durchführen und da darf das dann ruhig auch mal eine Stunde dauern. Lassen Sie sich Zeit, machen Sie es systematisch, damit Sie da keine Arbeit vergessen zu tun. Hier zum Beispiel oder hier lässt sich etwas abtrennen oder hier. Ich werde das jetzt nicht im Detail machen, denn es geht ja hier nur um das Prinzip, wie es grundsätzlich funktioniert. Haben wir hier noch irgendwo etwas, was so richtig ins Auge sticht? Hier unten zum Beispiel. Da wäre jetzt die Frage, es könnte ja auch sein, durch nicht so gutes Warpen, dass ein Spot einfach zweimal hier erscheint. Lassen Sie uns den Spot einfach mal in der Gel Image Regions View anschauen und da sehen wir ganz deutlich,
unten über die ganzen Probenbilder hinweg. Das sind zwei Spots, den muss ich trennen. Da brauche ich einfach zwei verschiedene getrennte Expressionsprofile. Wir kommen zum nächsten Thema. Spot Editing hatte ich ja eben schon durchgeführt. Es geht um die Spot Boundaries, dass die wirklich zu den Spots passen. Wir haben Spots gecancelt, gesplittet, hinzugefügt noch nicht, gemerged noch nicht. Das werde ich Ihnen jetzt mal zeigen. Es geht jedenfalls darum, das Spot-Muster zu optimieren. Wenn wir jetzt mal zum Beispiel annehmen, hier oben, ich werde mal diese Gegend über alle Bilder hinweg zeigen, hier oben noch einen Spot zu vermuten, dann können wir das überprüfen, ist da noch ein Signal, das wir nicht detektiert haben. Ich wäre damit jetzt vorsichtig an dieser Stelle. Aber angenommen, hier wäre jetzt ein Spot, dann können wir ganz einfach statt einen hier hinzuzufügen auch hier einen völlig neuen erzeugen, indem ich dorthin klicke. Delta 2D erkennt das jetzt an, dass ich dort einen Spot haben möchte und zeichnet den Spot-Umriss dazu. Spots mergen kann ich ebenfalls, wenn ich will, wenn ich zum Beispiel eine Kette von Modifikationen zusammenfügen will, kann ich das tun, beispielsweise hier diese vier Spots, indem ich hier einfach mal einen Strich ziehe und dann werden diese vier Spots gemeinsam quantifiziert. Damit muss man eben verantwortungsbewusst umgehen und wissen, was man tut und ob sie diese Quantitäten auch tatsächlich zusammengefasst in der Quantitation Table in einem Expressionsprofil sehen möchten oder nicht. Ich lösche diesen Marker wieder per Rechtsklick, um meine vier Spots zu behalten. Gut, dann zurück nochmal zur Präsentation. Ich möchte einmal betonen, Sie tun das nur ein einziges Mal, egal wie groß das Projekt ist. Und das bedeutet, Sie sparen eine Menge Zeit gegenüber Ansätzen, wo Sie diese Spot-Muster auf einzelnen Bildern editieren oder zumindest auf einzelnen Gelen. Für die drei Bilder eines Gels möglicherweise gemeinsam. Sie tun das hier nur einmal für das ganze Projekt. Und dementsprechend sollten Sie sich dann auch ein bisschen Mühe geben und einfach mal diese Stunde Zeit oder lassen es anderthalb sein, es hängt ja von der Komplexität des Bildes ab. Die sollten sich einfach gönnen, um da auf der sicheren Seite zu sein. Anschließend, wenn wir das optimiert haben, kommt der Spot-Transfer. Was wir tun, ist, wir interpretieren das Spot-Muster auf dem Fusionsbild als Konsens-Spot-Muster. Denn dort sind ja alle Spots drauf von Ihren ganzen Bildern. Also aller Ihrer Proben. Und wenn wir das übertragen, dieses Spot-Muster, dann bekommen wir auf allen Bildern dieselbe Anzahl von Spots und damit ein vollständiges Spot-Matching und das Ganze geht auch noch ganz schnell. Natürlich wird jetzt dieser Spot-Transfer, wenn wir die Spots hier, ich hoffe, Sie können das sehen, das sind ein bisschen schwache Umrisse hier, wenn wir diesen Transfer durchgeführt haben, der wird natürlich mit Berücksichtigung des Warpens durchgeführt. Dann haben wir den Transfer durchgeführt, haben vollständige Expressionsprofile, denn jeder Spot auf dem Fusionsbild findet auf jedem Bild einen Schwesterspot. Und damit haben wir hier keine fehlenden Werte und dadurch eine erhöhte Signifikanz der Statistik, denn die sinkt mit jedem fehlenden Wert in unserer Quantitation Table. Deswegen lassen Sie ja Replikate laufen, deswegen führen Sie ja auch Replikate durch oder nehmen auch biologische Replikate, um Ihre Ergebnisse statistisch abzusichern. Und wenn dann die Spot-Detektion dazu führt, dass Sie da Asymmetrien drin haben und fehlende Werte, dann haben Sie natürlich dieses Ziel der höheren statistischen Signifikanz nicht erreicht. Durch unseren Ansatz, den wir, ich meine, schon 2003 eingeführt haben, gewährleisten wir diese Signifikanz. Wir kommen dann, da der Spot-Transfer durchgeführt wurde, ich werde den mal eben noch in Delta 2D durchführen, dann werden wir die Quantitation Table erhalten. Den Spot-Transfer, ich schalte mal hier einfach die beiden Rollups jetzt aus wieder. Durch den Transfer führen wir durch, indem wir einfach die Spots hier nehmen können und entweder auf bestimmten Gruppen, anderen Gruppen fallen lassen, um nur in bestimmte Gruppen oder auf einzelne Bilder die Spots zu übertragen, oder aber auf das gesamte Projekt. Das wäre eine Möglichkeit. Oder ich rufe einfach hier oben über diesen Knopf den Dialog auf. Das ist der Spot-Transfer-Dialog-Button in der Hauptsymbolleiste.
Und dann bekomme ich oben eine Auswahl der Bilder, die überhaupt detektierte Spots tragen. Das ist nur das Fusionsbild hier. Ich könnte durchaus verschiedene Fusionsbilder angelegt haben und dann verschiedene Spot-Detektionen auch durchgeführt haben. Dann muss ich mich für eins davon entscheiden und kann hier auch noch auswählen, auf welche Bilder ich diesen Transfer durchführen will. Auf sich selbst lässt sich dieser Transfer natürlich nicht durchführen. Ich transferiere dann jetzt alle diese Spots, um die Daten zu bekommen für die Quantitation Table. Die Quantifizierung hängt direkt an dem Transfer dran. Mit der Übertragung der Information dort soll ein Spot sein und der Bildung des Umrisses liegt dann auch gleich die Quantität fest. Das sehen wir hier unten in der Jail Image Region. Die Spots haben jetzt über alle Bilder hinweg Umrisse. Entschuldigung, das war jetzt nicht richtig, da im Spot Editing Tool hier einen Marker zu setzen. Den nehme ich wieder weg. Ich wollte nur einen Spot anklicken, um Ihnen diesen Spot hier über alle Bilder hinweg auch gleich hervorzuheben. Dann zurück zur Präsentation. Es geht jetzt um die Quantitation Table. Es gibt generell zwei verschiedene Arten von Tabellen, nämlich die All-Jail-Images-Tabellen und die Statistik-Tabellen. All-Jail-Images heißt, dort kommen Bild-Einzelwerte hinein, während in den Statistik-Tabellen Gruppenwerte präsentiert werden. Diese Tabellen werden wir uns dann gleich anschauen. Ganz kurz zur Beantwortung von Fragen. Kann man nach dem Spot-Transfer noch einzelne Bilder bearbeiten oder geht das nur über das Fusionsbild? Routinemäßig sollten Sie das nur auf dem Fusionsbild tun und dann den Transfer wiederholen. Wenn Sie auf einzelnen Bildern Spot-Transfer durchführen, Entschuldigung, nach dem Spot-Transfer etwas editieren wollten, wird das erstmal von Delta 2D abgelehnt, da dort keine Spots detektiert wurden, sondern nur hin übertragen wurden. Sie können natürlich auf einzelnen Bildern dann Detektionen auch durchführen und dann dort auch editieren. Aber davon raten wir ab, denn damit haben Sie dann den Ansatz unterlaufen, vollständiges Matchen, vollständige Expressionsprofile zu bekommen, ohne Missing Values. Das bekommen Sie nur, wenn Sie nach der Spot-Detektion auf dem Fusionsbild den Transfer auf alle Bilder jeweils auch aktualisieren. Ich zeige Ihnen jetzt in Delta 2D die Quantitation Table und was wir dort mit Spalten und Zeilen so tun können. Quantitation Table allgemein, Standard-Tabelle erreichen wir über Window Quantitation Table. Dort gibt es dann zwei Tabulatoren am unteren Rand, nämlich All Jail Images und Statistik. Sie sehen dann auch, wenn man hier drin klickt, auf einen bestimmten Spot, auf ein Expressionsprofil klickt, dann wird dieser Spot auch unten in der Jail Image Regions View gezeigt, auch in der Dual View hervorgehoben. Das sehen Sie dann hier, wenn Sie umschalten. Das ist also alles synchron miteinander. Und wir haben hier eben diese beiden Tabellentypen, einen für die Einzelbilddaten, einen Typ für Gruppenwerte. Ich möchte jetzt hier mal das Fusionsbild ausblenden, denn das trägt keine sinnvollen Quantitäten, ebenso wie die Standardbilder, die standardmäßig auch aus der Tabelle ausgeblendet sind. Sie können in den Tabellen die Spalten munter umsortieren, ganz wie Sie wollen. Sie können die einfach irgendwo hinziehen, wohin Sie möchten. Und Sie können die Sichtbarkeit von Spalten steuern, indem wir hier auf das Auge, Jail Image Visibility, klicken. Und dort alle Attribute zur Auswahl haben, die wir sehen wollen. Wir können hier zum Beispiel dieses Häkchen setzen für alle Bilder gleichmäßig oder eben nur für ein einzelnes Bild. Sie können ganze Attribute hier verstecken. Sie können auch noch Advanced, also weitere Attribute, einfach für alle Bilder anschalten, die routinemäßig gar nicht gezeigt werden in Delta 2D, zum Beispiel der abgezogene Hintergrund eines Spots, die Fläche, also den Flächeninhalt eines Spots. Da können Sie beliebig mit diesen Häkchen jetzt die Sichtbarkeit steuern. Oder Sie schalten ganze Bilder aus. Das ist das, was ich jetzt eben für das Fusionsbild getan habe. Da können wir also das Fusionsbild und die Standardbilder aus- oder einblenden, ganz wie Sie wollen. Auch für die Statistiktabelle haben wir hier eine Auswahl. Wir könnten da noch die Einzelbilddaten, die normalisierten Spotvolumina auf diesem Weg hier anschalten, wenn wir die unbedingt dort auch sehen wollten. Ich schalte hier auf OK. Obendrein können wir natürlich auch die Zeilensichtbarkeit steuern. Und zwar einerseits sortieren, zum Beispiel hier nach Mean oder hier nach dem Ratio zwischen beiden Gruppen. Ich kann das aufwärts und abwärts sortieren.
und dann auch, wenn ich das möchte, Filter setzen. Ein Filter aufrufen, zum Beispiel einen von Punkt 5 bis 2. Dann standardmäßig wäre der hier nicht negiert, sondern dann würde ich genau den langweiligen Ausschnitt aller Ratios von 0,5 bis 2 behalten. Das möchte ich nicht tun. Ich möchte den gerne negieren, den Filter. Und dann sehen wir hier schon einen Zähler mitlaufen. Es sind also 13 von den 702 Spots, die verbleiben nach dem Filter, die also entweder rauf oder runter reguliert werden mit einem Faktor von wenigstens 2. Dann sage ich okay und bekomme tatsächlich hier diese 13 Expressionsprofile, die ich dann mir auch einzeln anschauen kann. Da sehen wir, da sind jetzt Artefakte dabei, die ich einfach beim Spot Editing noch nicht berücksichtigt hatte. So. Das ist die Sichtbarkeit und Reihenfolge. Der Export, zum Beispiel dieser Tabelle nach Excel, diese Exportfunktion, diese Funktion steht ja in allen Tabellen zur Verfügung. Der bewirkt den Export der Tabelle so, wie sie ist, also unter Berücksichtigung der Spaltenreihenfolge, der Zeilenreihenfolge, der Zeilensichtbarkeit, der Spaltensichtbarkeit. Was Sie hier bekommen, sehen Sie dann in Excel. Dann möchte ich Ihnen noch zeigen, wie Sie individuelle Tabellen erhalten können, denn diese beiden Tabellentypen, die Statistiktabelle und die AllJailImages-Tabelle, sind nicht nur in dieser Standardform erhältlich, sondern Sie können beliebige Tabellen sich anzeigen lassen, und zwar nebeneinander. Ich kann hier beispielsweise drei Bilder auswählen und bekomme, wenn ich Einzelbilder angewählt habe und dann hier auf das Quantitation Table Symbol in der Symbolleiste klicke, eine AllJailImages-Tabelle für genau diese drei Bilder. Ich kann auch ganze Gruppen anwählen. Ich könnte jetzt zum Beispiel erst Sample B und dann Sample E anklicken und immer dann, wenn ich ausschließlich vollständige Gruppen hier selektiert habe und dann auf dieses Tabellensymbol klicke, bekomme ich eine Statistiktabelle für genau diese Gruppen. Und zwar in der Reihenfolge, wie ich sie angeklickt habe. Das heißt, die erste Gruppe, die ich angeklickt habe, hier in dem Fall Sample B, ist die Referenzgruppe für Ratio und P-Value. Das ist besonders dann interessant, dass wenn Sie mehr als zwei, drei Gruppen haben, wenn Sie 10 Gruppen haben und dann einfach mal den P-Value für ein ganz anderes Gruppenpaar sehen möchten, dann klicken Sie einfach auf diese beiden Gruppen in der Reihenfolge, dass Sie zuerst die Referenzgruppe wählen und dann die andere oder noch eine dritte Gruppe dazu. Für all die Gruppen, die Sie dann selektieren, bekommen Sie dann eine solche Statistiktabelle und können da dann munter die P-Values auch wählen. Da sollten Sie dann nur aufpassen, wenn Sie Filter setzen innerhalb einer solchen Tabelle und diese Tabelle dann schließen, dann bleiben die Filter gesetzt und Sie wundern sich möglicherweise in anderen Tabellen, dass Sie an die entsprechende Spalte nicht drankommen. Die P-Value-Spalte hier ist nur für diesen Vergleich Gruppe Sample A gegenüber Sample B verfügbar, aber nicht einer Sample C gegenüber Sample D, einer Tabelle, die Sample D und C enthält beispielsweise. Filter hatten wir eben ein Gesetz, Sie können natürlich beliebige Filter setzen auf allen möglichen Spalten, wo diese Filter Eigenschaft verfügbar ist. Und wir können die Visibility kontrollen, das hatten wir auch schon gesehen. Dann kommen wir zum Thema Normalisierung. Wozu Normalisierung überhaupt? Der Hintergrund ist, dass die Bilder verschiedene Intensitäten haben könnten. Und zwar, obwohl die Proteinexpression sich gar nicht verändert. Ursachen können verschiedene Staining-Zeiten sein oder aber Belichtungszeiten ihrer Imaging-Geräte. Da gibt es eine ganze Reihe von Möglichkeiten an Ursachen. Führt dazu, dass die Spot-Volumina sich natürlich unterscheiden, wenn man sie nicht normalisiert. Deswegen Normalisierung, und zwar die ganz normale, übliche Normalisierung, die in jeder Software verfügbar ist. Denn man setzt einfach alle Spots eines Bildes auf 100%. Das heißt also, auf jeden Spot entfällt ein Anteil über alles, von allen Spots. Man dividiert also das Volumen, das absolute Volumen eines Spots durch die Summe aller Spot-Volumina. Das führt dazu, dass die Summe aller normalisierten Spot-Volumina genau 1 ist. Davon kann man etwas abweichen und sagen, ich möchte nicht auf alle Spots normalisieren, sondern nur auf ein Subset.
Das heißt, die erste Option ist, alle Spots sind 100%, also dass das gesamte, die Summe, auf die ich mich beziehe in meiner Berechnung, alle Spots enthält. Ich kann aus dieser Normalisierungsbasis, aus dieser Summe aber auch Spots entweder ausschließen oder nur interessante drin behalten. Das heißt, ein Spot-Subset soll diese 100% ergeben. Das heißt, die Summe VI muss nicht alle enthalten, sondern irgendeine Liste von Spot-IDs. Und das kann ich tun, indem ich mich auf die Spots beschränke, die mich interessieren, weil sie sich nicht ändern, dadurch also eine stabile Normalisierung herauskommt, zum Beispiel Housekeeping oder Markerproteine. Oder ich exkludiere gezielt die starken Spots, die sich verändern. Das könnte Albumin oder Rubisco sein. Das sind also so große störende Spots, wo kleine Schwankungen, die einfach zufällig sein können, schon Folgen haben für die Normalisierung. Die sollten Sie im Grunde immer ausschließen. Wie mache ich das? Hier ist ja schon angedeutet, in Delta 2D, in der Tabelle, gibt es, in der All-Gel-Images-Tabelle, gibt es die Spalte Norm, die ich erstmal noch sichtbar machen muss, die Normalisierungshäkchen sichtbar machen. Dort sehen wir für jedes Bild diese Häkchen und dort könnte ich jetzt, wenn ich den Filter erstmal wieder herausnehme, um alle Expressionsprofile wieder zu sehen. Das ist jetzt etwas hier verzögert. Ich kann es ja auch hier tun. Kann ich hier also alle die stärksten Spots selektieren und dann über Normalization, Exclude Selected Spots from Normalization Sets, diese Häkchen alle entfernen. Automatisch, ohne das von Hand einzeln machen zu müssen. Das ist also dann die Variante, um diese normale, reguläre Normalisierung zu steuern, sodass sie stabil ist. Dann gibt es noch die Deitch-Normalisierung, die besteht aus zwei Schritten. Der erste ist die Normalisierung, wie ich sie eben beschrieben habe, und die zweite dann besteht aus der Division eines Spots auf einem Probenbild durch das Volumen dieses Spots auf dem Side-2-Bild, auf dem Standardbild. Das gleicht Intensitätsunterschiede zwischen Gelen aus, die dadurch möglich ist, dass dieses Standardbild ja überall im Grunde gleich aussehen sollte, aber eben zuweilen nicht gleich aussieht. Da aber dieser Standard überall gleich sein sollte, ist er eine gute Bezugsgrenze. Wenn er dann nämlich variiert, ist zu erwarten, dass die anderen Bilder dieses Gels auch variieren und dann kann man die aufeinander beziehen. Hier stehen keine Optionen zur Verfügung. Entweder man tut das oder man tut es nicht. Nach Deitch-Ansatz sollte man das tun, wenn man Multiplexing arbeitet und eben diesen Standard mitlaufen lässt. Gut, dann kann man natürlich prüfen, ob die Normalisierung okay ist. Es ist nicht ganz einfach. Ein Scatterplot ist ein Indikator. Die Spotwolke sollte um die 45-Grad-Linie symmetrisch verteilt sein. Das ist hier nicht der Fall. Hier wird es auch nicht so ganz deutlich, aber es ist tatsächlich so. Hier spielen einfach stärkere Spots auch eine Rolle und diese Ausreißer führen dazu, dass es im Grunde wohl hier auf diesem Beispiel so ist. Also Sie sehen, nur durch Verschiebung der Normalisierungsbasis verschiebt sich diese Wolke in die eine oder andere Richtung und damit können Sie prüfen, ob zwischen zwei Bildern denn die Spots sinnvoll normalisiert sind. Das ist aber eben nur ein Indikator. Sie sollten das idealerweise einfach prüfen in Delta 2D. In der Dual View haben wir da, ich mache mal eine Dual View für zwei reale Bilder auf, für zwei Probenbilder. Und dann haben wir über Spots, Show Scatterplots, eben die Möglichkeit, diesen Scatterplot anzusehen. Selektierte Spots werden hier in schwarz angezeigt. Wir haben selektierte Spots. Und da sehen Sie hier, die 45-Grad-Linie ist diese hier. Aufgetragen ist das Volumen auf dem einen Bild gegen das Volumen auf dem anderen Bild. Und wenn das hier so wie hier so symmetrisch um die 45-Grad-Linie liegt, dann haben wir kein Normalisierungsproblem, sondern das ist so im Grunde ganz brauchbar. Lassen Sie mich dann zur Standardisierung noch kommen. Das ist ein Aspekt, der auch wichtig ist, denn die Expressionsprofile können sich sehr ähneln, was aber auf den ersten Blick nicht unbedingt erkennbar ist. Dafür gibt es die Berechnung des Set-Scores. Das heißt, für jedes Expressionsprofil wird eine Umrechnung durchgeführt, und zwar nur innerhalb des Expressionsprofils. Das geschieht, indem wir über alle Werte innerhalb des Expressionsprofils den Mittelwert ermitteln und die Standardabweichung und nach der Formel oben
den Z-Score ausrechnen. Von jedem Wert wird also der Mittelwert des Explosionsprofils abgezogen, dann durch die Standardabweichung dividiert. Ein kleines Beispiel. Wir haben hier zwei Explosionsprofile mit den normalisierten Volumina. Rechts daneben Mittelwert und Standardabweichung und darunter beide Expressionsprofile als Plot. Sie sehen da nicht auf den ersten Blick, dass die in der Dynamik sich ähneln. Das ist schon sichtbar, aber eben nicht so direkt augenfällig. Und wenn wir in der Statistik Ähnlichkeiten betrachten, zum Beispiel über Pavlidis Template Matching oder für das Clustering, dann ist es natürlich wichtig, da vergleichbare Dynamiken zu haben. Und das Berechnen des Z-Scores überträgt unsere Quantitäten in denselben dynamischen Bereich. Das heißt, nach Umrechnung, entsprechend der Formel oben, erhalten wir Expressionsprofile dieser Art. Diese Expressionsprofile haben den Mittelwert von 0 und die Standardabweichung von 1 und dadurch werden sie direkt miteinander vergleichbar. Aus diesem Grund sind die Werte, die Sie in Delta 2D im Statistiktool sehen, nicht dieselben wie in der Quantitation Table. Sie können auf die Standardisierung verzichten, wenn Sie unbedingt möchten, aber die hat ihre Berechtigung. Bei Deitch-Experimenten, in unserem Demo-Projekt hier haben wir ein Deitch-Experiment vorliegen, muss noch eine Logarithmisierung vorher stattfinden, denn durch die Division, durch das Volumen auf dem Side-2-Bild, bekommen wir de facto Ratios als normalisierte Volumina und die müssen logarithmiert werden, damit sie symmetrisch sind um ihren Mittelwert. Das als kleine Anmerkung zum Thema Normalisierung und Datenprozessierung für statistische Auswertung. Zur Statistik hatte ich ja schon gesagt, in Delta 2D besteht die Möglichkeit, direkt in der Tabelle schon über P-Value, in der Statistiktabelle, P-Value-Ratio oder auch Standardabweichungen innerhalb einer Gruppe gut reproduzierte Expressionsprofile nur sich anzuschauen oder eben nur signifikante Veränderungen mit P-Value kleiner 0,05 beispielsweise zu berücksichtigen. Ausführlichere Statistik ist Thema eines anderen Webinars, das wir im kommenden Jahr dann wiederholen werden.